Druckerei Trainer, die Schweiz ist seit über 150 Jahren mit Herz und Gespür dabei. Über die Zeitspanne aus hat sie sich von einem lokalen Dienstleister zu einem regionalen Generalunternehmen entwickelt. Schweiznes, hier werden Sie verstanden. Das ist unser neuer Slogan auf der Firmenbroschüre, aber auch für das Unternehmen. Ja, wir sind auf dem Standort Schweiz tätig, schon seit vielen, vielen Jahren. Das Ziel ist, ja, dass wir unsere Kunden in Zukunft weiterhin begleiten und betreuen können. Wir sind hier für verschiedenste Unternehmungen tätig, wir haben renommierte Unternehmungen. Aber wir werden nicht nur da sein, sondern wir sind auch aktiv von Schweiz, Zug, Zürich und Luzern unterwegs. Die Druckerei Trainer ist eine der ersten in der Schweiz, die trotz der Herausforderungen klimaneutral produziert. Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Firma verankert. Das ist mal die soziale Komponente, wo wir langjährige Mitarbeiter haben, aber auch einen grossen Wert auf die Ausbildung von Lehrlingen legen. Dann haben wir den ökologischen Bereich mit klimaneutral Drucken, wo wir ganz bewusst fördern, auch im Umgang mit den Ressourcen, die wir haben. Und wir haben den ökonomischen Bereich, wo wir alte und neue Technologien miteinander kombinieren, um so dem Kunden möglichst gerecht können, seine Produkte zu liefern, die er sich vorstellt und wünscht. Das Herz der Unternehmung sind die Mitarbeitenden. Sie sind Persönlichkeiten, die das Bedürfnis des Kunden erkennen. Hinter diesen tollen Produkten, die wir herstellen, stehen Mitarbeiter mit Charakter. Sie überraschen uns fast täglich mit ihren kreativen Lösungen und Vorschlägen. Und das brauchen wir auch auf dem Markt, um uns abzuheben. Ja, und unsere Mitarbeiter bringen uns Fürsche natürlich. Da wir so gute Leute haben, können wir am Markt auch anders bestreiten. Natürlich in der Wertschöpfungskette, nicht neben dem Print, sondern auch im Online und im Design. Und natürlich so, ja, immer wieder neue Kunden können holen, vor allem durch die Dienstleistung, die wir heute an den Tag legen können. Ah,